Hallöchen und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Gibt's nicht. Doch. Ja, das gibt's. Wir haben einen neuen Kameraden hier mitten im Feld. Ja. Doch, ein Roller. Saya-chan hat sich bereit erklärt, einmal mit uns zu spielen. Mehr oder weniger. Wir haben sie dazu gezwungen. So schlimm. Ich geb's zu. So schlimm ja. Ist das nicht. Ja, habt ihr wirklich. Wir haben sie benötigt. Ich hab sie genötigt, Mensch. Ich bin fein raus aus der Nummer. Ich hab sie nur gefragt, ob sie es mir verspricht und sie hat ja gesagt, also. Nee. Sie hat ja gesagt? Ja, sie hat ja gesagt. Tut mir leid für dich. Du wolltest du. Ja, ich bin auch der Killer. Ja, wir spielen auch eine kleine Übungsrunde, halt jetzt so ohne Perks und so weiter und ich denke, wir können auch direkt starten. Habe auch einen einfachen Killer genommen. Also ich hab's schwer, ihr habt's einfacher. Hast du schwer, wie du es genommen? Das Schwein hat er nicht genommen, damit kann er nicht umgehen. Hätte ich auch nehmen können, ja. Ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-da-ba. Jetzt geht's mir gut. Thorsten, hast du eigentlich schon mal Resident Evil 7 gespielt? Du spielst nicht, da hast du dann einen neuen Papa und der ist ganz böse. Ich hab's mal Gronkh geguckt. Der Papa ist ganz böse. Ihr habt schon gesehen, ja. Ich hab's mir nicht angeguckt, ich spiel's gerade selber. Der Papa ist ganz böse. Die Mutter ist auch nicht viel lieber. Oh Gott, jetzt die letzte Folge, da habe ich mich so dermaßen erschrocken. Das habe ich selten bei Horrorspielen. Er hat die liebe Stiefmutter kennengelernt. Das hast du selten bei Horrorspielen, wenn du dich erschreckst. Ja, also bei The Evil 2 habe ich mich kaum erschreckt, wenn ich ehrlich bin. Ja, war für mich, finde ich, auch kein Horror-Game. Das war nicht wirklich Horror, das war... Das waren einfach Zombies, so, okay, ja, okay. Ja, ist so. Schieß in den Sag Kopf, sind sie tot. Bist da. So. Saya macht sich erstmal mit der Steuerung vertraut. Ich muss mich ruhig. Ich hab keine Addons, ich hab keine Perks, ich fühle mich voll nackt. Ja, ich fühle mich auch nackt. Mal die Steuerung. Ich hab nur ein Messer in der Hand. Ich fühle mich voll nackt. Ich hab Angst. Bist du ein Stalker oder was? Hot. Ich verstehe nicht, warum auch Frauen so ein Spiel spielen. Es gibt solche. Warum auch andere Frauen, meine ich, das Spiel spielen. Ich zum Beispiel, ich habe mega Schiss vor dem Spiel. Ich stehe da auch zu. Was? Machen wir Wettstalken hier oder was? Nope. Nein. Wir machen Wettstalken. Was für Wettstalken? Ja. Iron und ich haben die ganze Zeit gestalkt uns gegenseitig. Weil wir gut sind. Zwischen den Cars und ich hinter den Müllers. Okay. Oh. Wer macht denn hier sowas? Wer macht denn sowas? Ich hab da fetten braunen Hintern gesehen. Ja. Nein. Ja, super. Hast du gut hingekriegt. Hat er sich reingeschissen oder was? Oh, ja. Oh. Danke, Thorsten, danke für gar nichts. Was denn? Du hast ihn zu mir gelockt, du Arsch. Hätte ich woanders lang rennen können? Nein. Oh,
an den Haken mit dir. Hi, hab Mura. So. Ja. Nein. Okay. Da war doch gerade was. Da ist doch was gefleucht. I waiting. Da fleucht es ja. Lass mich mal was probieren, bitte, bevor ihr mich irgendwie. Ich schnetze jetzt gerade hier deinen Freund. Oh. Ich stalke dich zu Tode. Stress oder was? Ja, ich stalke dich. Nein, er hebt das Messer. Nö. Nein! Oh, du Lacker! Das war meine Arschhaare doch. Verdammt! Ich bin leer gestalkt. Dein Arsch gehört mir. Ja, ich weiß, ich bin gerade Tannenlauf. Busch fest. Der Busch, er hat mich aufgehalten. Lauf um dein Leben. Hör auf, mich zum Lachen zu bringen. Wieso, das ist doch ein witziges Spiel. Ja, total. Wenn die richtigen Leute hat. Endlich in Ruhe. Hey. Oh, Alter, du bist ja immer noch da. Geh doch mal weg hier. Du stinkst nach Backfisch. Ich sneak dir hinterher. Nein! Das tat gut. Nee, der ist nicht locker, ne? Überhaupt nicht. Oh. Hi. Wie er durch die Bude rennt. Ich will dich doch nur einmal den Haken hängen. Nein, ich will aber nicht. Lass mich in Ruhe! Mein Jung, der Haken, der ist dein Freund. Nein, keiner Haken. Die Haken. Boah, ja. Wo ist es hin? Es ist da lang. Achso, okay, warte. Ich trainiere gerade, ne? Also, lass mich mal kurz, okay? Ich meine, ich kann ja mit der Steuerung, kenne ich mich ja eh noch nicht aus. Ja, ich hab dich gerade eben schon einmal gesehen, aber. Ich hab dich auch gesehen, ne? Ja, das gibt's doch nicht. Lass mich doch in Ruhe. Never. Wer hat den Generator gemacht? Ich hab vergessen, dass das. Schild mal, das bin ich. Ich bin gerade nur am Trainieren. Wo ist es hin? Nein, ist es nicht. Ist rett da vorne. Oh. Ach, ich vergesse jedes Mal, dass ich das. Das ist doch nicht die Wahrheit hier, ey. Das ist doch hier zum. Okay. Fail. Es ist. Oh! Scheiße. Oh. Ich bin von dem Baum verschwinden. Ja, du bist kein Ninja. Du bist nicht Claudette. Bei welchem Spiel war das nochmal, wo wer um die Ecke gerannt ist und verschwunden ist? Lacht mich dann mal, okay? Wo war das nochmal? Ich glaube Sven ist um die Ecke gerannt und dann direkt verschwunden. Ich weiß aber nicht mehr bei welchem Spiel. Ey, chill mal. Lach mich mal kurz in Ruhe, ja? Ich bin nur am Trainieren. Wie das funktioniert hier alles. Nein, ich wusste das. Ich hab das zu spät gemacht. Und das ist unfair, weil ich das mal nicht so gut kann.
Ja, ich warte. Und du stehst jetzt die ganze Zeit hinter mir, ne? War ja klar. Der stalkt dich. Ja. Er stalkt mich tatsächlich. Wie das aussieht, ey. Ja, genau. Mit dem Kopf immer. Oh. Gott sei Dank ist das nur eine Übungsrunde. Aha. Ich wäre nur gefickt gewesen, wenn das eine richtige Runde gewesen wäre. Das ist jetzt nur meine Einspielrunde. Nein! Sag mich! Jetzt kannst du eben mit ihm rumprügeln. Ich will nicht, ich hing schon am Haken, das will ich. Ich will nicht, ich hing schon am Haken. Das klingt. Ja, ja, ist klar. Ja! Ich hab geübt. Heimlich. Vom Schlafen gehen. So in 2 Sekunden oder so. Still und heimlich. Jetzt musst du drücken. Viel Spaß. Wäre auch nett, wenn irgendeiner von den anderen dich vielleicht mal heilen würde. Und hast den Generator endlich hingekriegt? Klingt ja, so. Hab ich. Klingt so. Bin stolz auf dich. Wow. Entschuldigung. Ich wusste da, was mir da passieren wird. Ja, alles gut. Dafür ist jetzt zum Trainieren. Ich weiß. Wow, gut. Haben wir hinbekommen. Ein Wunder. Geh weg! Geh weg! Ah, geh weg, Mann! Ich weiß, ich hab voll Angst vor diesem Haken. Nein, geh weg! Er ist dein Freund. Geh weg! Aua! Du Arsch! Oh. Wie sie schreit, ey. Meine Ohren. Ja, oh, meine Ohren bluten. Ja, meine Ohren. Meine Ohren. Okay, ich bin tot. Okay, das ist eine Sache, die man nicht wirklich trainieren sollte. Sich vom Haken zu befreien? Ja, unter anderem. Aber nicht nur deswegen. Okay, dann ist die erste Runde ja gar nicht so gut für dich gelaufen. Das na, ist ja egal. Ich wollte dich hier nicht sofort umbringen. Ich wollte dich nur einmal nicht Haken hängen. Passt schon, passt schon. Was muss man eigentlich machen? Muss man das X gedrückt halten oder muss man die ganze Zeit X drücken? Tippeln. Also so. Genau, so schnell wie möglich drücken. Also so schnell wie möglich. Okay, okay, gut zu wissen. So oft und so schnell wie möglich. Okay. Aha. Nein. Die anderen Runden werden für mich auch nicht besser sein. Ich hab mir schon gedacht, dass sich da einer in den Schränken versteckt. So, komm, wir hängen dich an die Straße. So eine schöne Laterne. Ich will nicht an der Straße, ich bin da keine. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Ja, jetzt wird's knapp hier, ne? Komm raus, wo immer du bist. Ich hasse diese Fähigkeit, Shake. Komm raus. Ich weiß, dass du hier irgendwo rumlungerst. Da hinten ist Doktor rum, ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen! Ah! Er rennt über die Straße. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Er stalkt da hinten rum. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Hattest du mich nicht gerade vom Haken geholt? Ach, danke. Hm. Ah, er hat sich einfach den Dingstens geschnappt. Wie lässt man das nochmal fallen? Mit Kreis. Ah, das letzte Mal ging das nicht. Oh, komm.
Wo gehen wir denn hin spazieren? Michael Myers. Oh. Ja, siehst du. War doch schon mal ein kleiner süßer Einstieg. Bevor wir weitermachen, ich muss jetzt erstmal den Sound leiser stellen. Ja, oh, kannst du ja eben machen. So, ich nehme jetzt mal die ganze Gruppe mit. Ich bitte darum. Okay, ist jetzt die Frage, würdest du weiter survivern oder wolltest du auch mal Killer spielen? Und wenn ich Killer spielen würde, dann würdet ihr alle entkommen. Ich weiß es jetzt schon. Es ist ja nicht so schlimm, das ist ja erstmal zum Üben, zum Reinkommen. Ja, okay. Okay. Muss auf das Auge gehen. Dann das Auge? Dann wechseln wir mal kurz. Und nochmal. Nochmal, okay. Wen nehmen wir denn? Und ganz oben. Was ist das hier? Kannst du auch so, welchen Killer du spielen willst. Ich habe eh keinen frei. Doch, ein paar hast du frei. Die beiden. Nee, höher. Achso. Den rechten Stick. Achso. Der hat noch nichts, oder? Nee, mit dem habe ich noch kein Stück gespielt. Also ist ja perfekt. Einen, mit dem ich noch nie gespielt habe. Ich glaube, ich nehme Alex. Nein. Ja, wie gesagt, auch diesmal hier wieder ohne Perks, aber diesmal mit Perks. Ich nehme die. Dann brauchen wir wieder eine einfache Map. Gut übersichtliche. Ja, Auto heben, das ist eigentlich ganz einfach. Dann machen wir jetzt für Kim nochmal eine Übungsrunde ohne Perks und dann beim nächsten Mal hier richtig los. Ich freue mich. Ready. Ich bin ein Man in Black. Here comes the Man in Black. Die hätten wir eigentlich auch mitnehmen können. Was? Egal. Ach, Zettel. Schmeiß den Zettel rein, Zettel. Mal gucken, vielleicht mache ich morgen oder heute Abend noch. Mal gucken, wie das hinpasst. Vielleicht noch ein Stream oder so. Von X. Nochmal, ihr solltet euch gegenseitig stumm, sonst hört man euch doppelt. Ja, das hat gerade ein bisschen geächt oder nicht? Ich habe kaum was verstanden. Ich hab's ja nicht gestummt. Ja, eigentlich. Hat sie dich auch gestummt? Thorsten, du hast das für mich gemacht, deswegen. Ich war nicht da. Hat mein PlayStation-Taste gedrückt. Ja, auf Party, genau. Ja. Gut, jetzt müsste es besser sein. Ja, also ich höre auf jeden Fall jetzt gerade kein Echo. Lol. Ach, die Krankenschwester. Mir ist gerade was aufgefallen. Was? Dieser Charakter hat einen Perk drin. Auf einmal. Egal, das benutze ich nicht. Was ist denn das für Perk? Dieses Pferd-Ding. Ach, da wenn sie dich trägt, dann... Freust du dich schneller. Kann ich das nicht benutzen. Ach, guten Tag. Ja, moin. Ich hab mich nie gesehen. Ich wollte gar nicht...
der hinten rumschreit. Alles klar. Na, wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin sowieso nur erst am Rumlaufen, Üben. Wie auch immer. Gewöhnt. Ich sag doch, wenn ich Killer spielen würde, dann würdet ihr alle entkommen. Ja. Ja, es ist. Ich hasse dieses Spiel. Dir gebe ich auch nochmal den Tipp, wie bei den anderen auch. Achte auf Kratzer, also auf diese roten Striche auf dem Boden oder an den Wänden. Okay. Die kommen, wenn die Überlebenden verletzt sind oder wegrennen. Oder über lauten Hindernisse oder so klettern. Mann, ey. Aha. Also, wie ich vorhin gesagt haben wollte. Ja. Ihr sagte, vielleicht mache ich morgen einen Stream. Mhm. Und zwar von der Map X in Black Ops 4. Kannst du das ja mal angucken. Mann. Ja. Okay, damit kann ich schon mal schlagen. Ja, das muss man auch vielleicht wissen. Auch von Blood of the Dead oder so, keine Ahnung. Mal gucken. Ich finde das Geräusch cool. Ja, wann wolltest du denn morgen ungefähr streamen? So ungefähr. Schatz, kannst du dich mal als Versuchskaninchen zeigen, damit ich nur weiß, wie das funktioniert? Oh, tschüss, Kim. Sag ich doch. So, lassen wir mal zu. Nur als Versuchskaninchen, damit ich weiß, wie das funktioniert. Sofort. Ich will nämlich immer noch nicht das Spiel eigentlich spielen. Ich stell dich mal nicht so an, das Spiel ist nicht so schlimm. Trotzdem. Auch das ist viel schlimmer. Wie könnt man wegen abbauen? Das. Du bist nur mein Versuchskaninchen. Sollte ich abhauen? Tunneler. Nein. Achso, warte, ich wollte gar nicht teleportieren. Ich wollte das gar nicht machen. Wie funktioniert die ganze Scheiße? Au. Au. Aua. Tschüss. Ja, du kannst meinetwegen abhauen. Ist mir egal. Hä? Achso. Die falsche Taste gedrückt. Und da schwebten sie davon. Ich weiß gar nicht. Schweben? Schwebt die oder was? Ja. Okay, tschüss. Warte. Achso, okay. Und so macht man das, okay. Ja, du kannst dich jetzt meinetwegen wehren, also mir ist es egal. Lieber nicht. Das lasse ich lieber. Wieso? Warte mal, ich will das mal sehen. Was? Ich wusste gar nicht, dass sie schwebt. Er kriecht allein. Ja. Er hätte die Palette nehmen können. Zum draufklatschen. Was, du hättest die Palette nehmen können? Ja, wir waren was zwischen der Palette. Wir waren unter so. Der Palette gewesen, wenn sie die gehauen hätten. Wäre ich instant frei gewesen. Aber es geht auch so. wie sich das anhört, ey. Nein, das wollte ich nur wissen. Ich wollte nur wissen, wie sich das noch anhört. Na, mir ist es doch eigentlich scheißegal, um ehrlich zu sein. Ich hasse dieses Spiel dennoch. Ey. Dann gucken, nix, wo der nächste Haken ist. Ja. Am besten dann sofort dorthin. Das da meinst du? Ja, komm, das machen wir nicht, Thorsten.
Okay. Das ist unfair. Was machen wir nicht? Hängen hin. Hä? Achso. Oh, danke. Ja. Wie er bei mir die ganze Zeit noch am Schreien war, ey. Na, da bist du. Wie sich das anhört. Ein bisschen Hilfe gebrauchen. No. Ja, Moment. Komm schon! Komm schon! Na, von du mir da. Aus haut ab. Das ist, da das komm eh schon. Nur eine Trainierrunde war. Ich lasse euch sogar abhauen, ja? Weil ich ein barmherziger Kinder, beziehungsweise nicht ein barmherziger, sondern weil ich es einfach toll finde. Ich hau jetzt Bäume. So, Baum gehauen. Lass mich doch. Wie sich das anhört. Oh, ich höre Wölfe im Hintergrund. Was ich auch extrem gut gemacht finde, ist... Ey! Hört auf mich zu ärgern! Was ich extrem gut gemacht finde, ist, dass du beim Zombie-Modus, wenn du eine eigene... Aua! Wenn du eine eigene, Mutation hast, dass du dann auch den Schwierigkeitsgrad einstellen kannst. Ärgert mich nicht. Sondern haut lieber ab. Und Aua. Aua. Getroffen. Ihr seid ineinander. Wir sind verschmolzen. Warum mich? Darum. Oh. Ich darf nicht, ich häng schon mal. Nein, warum mich? Weil du eine Frau bist. Dass du alle Haken sabotiert. Los, mach Wiggle, Wiggle, Wiggle. Weil du eine Frau bist, deswegen habe ich dich hochgehoben. Oh. Liegt der Ass oder was? Ist mir egal, ob du dich wehrst, ey, um ehrlich zu sein. Trotzdem. Mach das, weil du eine Frau bist. Das ist die Mutter, die Mutter zu. Was bist du denn für eine Olle? So fein, die Finger für dreckig zu machen, oder was? Ich sehe nicht mal was. Nein! Oh. Ach, hab ich wohl doch einen Haken vergessen, wa? Tja, passiert. Du hältst es wohl ein Stückchen aus, ne? Ja. Camper, Camper, Camper! Camper, Camper, Camper! Zum Angriff! Hi! Hi! Das anhört! Ja, egal, komm, haut auf! Wie gesagt, ich lass euch doch schon! Hä, fühlt das lustig, wie die das sagt. So, mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Wie sie schreit, ey. Oh! Cool! Wir wollten uns gegenseitig heilen. Ich spiel damit rum. Wollen wir mal die Luke suchen? Ich hab Schlüssel gekriegt. Wie sein Gesicht dabei aussieht, Alter. Ja, ich bin voll konzentriert. Ich spiele mit der Teleportation rum. Ja, kannst du auch mal ruhig mal machen. Oh, da kreischt ja, schade, dass ich keinen Rock trägt, ne? Ja. Fanservice für die Männer. Ja, Fanservice vom Feinsten, ne?
Doch, ja, komm, wir suchen die Luke. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas kann. Was? So eine Teleportation. Ich lasse euch schon raus, wie gesagt. Ja, wir suchen jetzt gerade die Luke. Ich wollte mal den Schlüssel ausprobieren. Das. Und ich spiele links rum. Ich spiele mit der Teleportation rum. Wollte nur gucken, ob der Schlüssel passt. Ich habe noch nie einen Schlüssel gehabt, deswegen. Das ist für mich Neuland. Das ist für dich auch Neuland, ich okay. Ich habe in dem Online-Modus habe ich einen Schlüssel. Oh. Ah, er klaut das Totem. Bitteschön. Ah. Ah. Du bist schon in Schwarzen angekrabbelt hier. Ja, das ist schon wieder ineinander. Ui. Fanservice. Yeah. Ich guck mal hier kurz. Voller Service. Da quietscht es irgendwo. Das erinnert mich wieder an den Killer, den wir rausgekillt haben. Wo bist du? Das ist das einzige Witzige daran. Dich haben wir bisher noch nicht rausgeekelt, also das ist schon mal ein Vorteil. Ich würde aber trotzdem nachher nicht mitspielen. Weil ich das mit dem Haken eh nicht hinkriege. Ja, das haben wir jetzt auch gemeint, er hat die ganzen Haken vorher sabotiert. Nein, ich meine allgemein. Also mit den Kämpfen. Wo ist er denn? Bei dem Bagger. Ah. Oder Kran oder Bagger. Am Kran. Ach da. Ich komme. Ja, müsste schon. Kann ich gar nicht. Ich glaube, einer muss fliehen. Oh, hi. Oh, durch mich durch. Ho, ho, ho. Ich hab's nur mit Absicht gemacht, Mann. Also, chill. Nein, nein, ich hab mich gesehen. Ich mach doch eh nix, Alter. Also, chill mal. Dann komm durch diese scheiß Luke hier. Ich meine Haare, Alter. Ah, ihr müsst nix. Ich kann die Luke nicht öffnen, einer muss raus. Sperr einer muss aus dem Ausgang, glaube ich, raus. Wo bist du? Da geht doch. Wo bist du? Ja, verzieh dich. Los. Verzupf dich. Geh. Meine Haare, Alter, müssen die ganze rumbaggen. Geht immer noch einfach nicht. Zu lustig. Ich, oder geht ich das mach nichts, keine Sorge. Geht das nur, solange die Generatoren nicht an sind? Ich glaube, das geht nur, wenn die Generatoren nicht an sind. Wieder was gelernt. Na, nehme ich den Schlüssel halt mit. Aber ich lasse ihn fallen. Warte, ich bin gleich draußen. Ich hab's gleich durch die Luke. 3. 3, 1, okay, 2, 1, offen. Oh Mann. Au. Ich hab dich aber wenigstens noch mal erwischt. Ich sieh meine Haare gerade schon wieder. Ja, die Haare sind stark verpackt von ihr. Ist das Medusa oder was? Ja. Komisch, bei mir sehe ich jetzt eine Wand. Okay. Bei mir läuft keiner, bei mir ist eine Wand. Kann man machen. Eine Wand mit einem Loch. Ja, ich glaube, das war's dann. Übungsrunden fertig. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.